Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jedes Wort, das Sie aussprechen, die Macht hat, die Realität zu formen. Klingt wie Fantasie? Nun schnallen Sie sich an für eine faszinierende Reise durch das Universum der Sprache. Ich bin verliebt in Sprache. Für mich sind Wörter weit mehr als bloße Klänge oder Kritzeleien auf Papier. Sie sind die Essenz unserer Existenz. Wie der berühmte Terence McKenna einmal sagte, die Welt besteht aus Worten. Wenn man die Worte kennt, aus denen die Welt gemacht ist, kann man daraus machen, was man will. Denken Sie einen Moment darüber nach. Worte beschreiben nicht nur unsere Realität, sie erschaffen sie. Jeder Satz, den wir sprechen, ist wie ein Zauberspruch, der ins Universum geworfen wird und die Welt um uns herum formt. Haben Sie sich je gefragt, warum manche Menschen ein unglaubliches Gedächtnis für Zitate zu haben scheinen? Ich bin einer dieser Menschen. Die Phrasen, die mich berühren, die mir Gänsehaut bereiten, die mir die Haare im Nacken aufstellen, das sind die wahren Verzauberungen. Sie schmücken die Wände meines Geistes und erschaffen ein Mosaik aus Weisheit und Inspiration. Wenn ich diese Zitate rezitiere, wiederhole ich nicht einfach nur Worte. Ich werde Teil von ihnen, verkörpere ihre Kraft. Es ist, wie der Philosoph Walter Benjamin sagte, wir werden zu ekstatischen Wesen in Prosa. Doch die Macht der Sprache geht über gesprochene Worte hinaus. Denken Sie an DNA. Den Code des Lebens. Wir sind buchstäblich bis in unser Innerstes aus Sprache gemacht. Unsere Gene sind wie Computerprogramme, die die Geschichte unserer Existenz schreiben. Wenn Sie also das nächste Mal sprechen, denken Sie daran, Sie führen ein mächtiges metaphysisches Werkzeug. Nutzen Sie Sprache mit Absicht, mit Ziel. Werden Sie zum Autor Ihrer eigenen Realität. Schließlich, wenn die Welt aus Worten besteht, warum sollten wir nicht die unglaublichste Geschichte schreiben?